So, weiter geht's heute mit dem Jahr. Das wollen wir heute ein bisschen machen. Und wir dürfen heute mit der Kellerbi wieder ein bisschen jagen. Los geht's. So, auf geht's. Ach, hier. Bände drin auf Position 1. Okay, das ist ein 1 gegen 1 Duell. Okay, der will ein bisschen mehr uns gerade ärgern. Ich hoffe, dass der jetzt auch ein bisschen vielleicht einen Fehler einbaut. Ah, Richard ist hier nicht. Bin ich ein bisschen dran an ihm. Das war sein kleiner Fehler, dass er da ein bisschen zu sehr angebremst hat, dass ich ihn kassieren konnte. Ich hätte ihn gerne noch ein bisschen weiter gequetscht, dass ich der selbe Wetze. Jetzt ist er ein bisschen zurückgefallen. Jetzt sind wir nämlich schon in Führung. Mit Beginn der dritten Runde sind wir. Jetzt sind wir ein bisschen in Führung jetzt gegangen. Jetzt haben wir hier keinen Fehler denn eingebaut. So, Runde 4. Kann man dieses 1 gegen 1 Duell gegen ihn tatsächlich gewinnen? Oder geht das nicht? Und mit Hand führen wir. Also, das rennt an. Ah, geht das Tempo, geht die Runde mit, der geht die mit. Runde 5, noch eine Runde danach. Also 2 noch. Er baut aber auch keinen Fehler, ne? Das ist es halt. Ich muss nämlich perfekt da durchkommen, damit er leider nämlich schon. Er ist dran an uns. Diesmal nicht, er geht nicht mit die Runde. Er bleibt jetzt auf der Innenlinie, auf der anderen, auf der Parallelbahn. So, wir haben jetzt die letzte Runde, jetzt auch kein Fehler passiert. Und dann haben wir das Ding hier nach Hause gefahren, haben wir seinen Fehler, seinen Crash da gemacht. Ja, hier haben wir mal in die Wand gedrückt, dass er nämlich nicht mehr wegfahren kann vorne. Diesmal geht er mit. Ne, oder geht er nicht mit? Doch, er geht mit. Er geht mit. Er geht mit. Er geht mit. Er ist knapp hinter uns.
Er wird wahrscheinlich nochmal versuchen zu attackieren hier in diesen letzten Metern. Kommt aber nicht zu, der Abstand ist zu groß und dann haben wir das Ding. Yes! Damit haben wir das Ding. Okay, knapp aber vorne. So. Und wir haben jetzt die Keller BS freigeschaltet mit 192er Wertung. Das ist der Karre, der mich das eher eben gefahren ist. Unser Gegner Gott rein, der hat nämlich die etwas andere war gefahren. Aber gut gemacht. Wir haben es auf jeden Fall nach Hause gefahren. Und wir fahren auf jeden Fall auch noch ein Event heute. Banger Derby haben wir mal wieder, ne? Ist das nur so ein Turnier oder ist das wieder so ein Rennen? Nö, es ist wieder mal nur. Warte mal, kann ich denn hier an das Auto mal nehmen dafür? Cosmo, Werkstatt. Mein Auto, genau. Ich will mal gerne die Killer BS ausprobieren. Nochmal den 3900. Nehmen wir den Rammer RS als Auto. Haben wir ein bisschen mehr Power. Und dann gehen wir rein in dieses Last Man Standing heißt das Ding. Aha, also gehen wir mal wieder ein bisschen auf die Fresse. So. Gut, dann fahren wir. Aber ein bisschen was im Tune eigentlich. Nochmal, dass ich noch. Nicht. Okay. Na gut, dann fahren wir rein. Gehen wir rein. Also, unser Ziel ist es, so viele wie möglich zu zerstören und am besten am Ende zu überleben. Zu 23 Gegner. Nochmal. Oh, den hat er auf jeden Fall schon mal mitgenommen, den Jungen. So, der geht auf jeden Fall mal schon mal aufs Dach und da fährt ein Transporter mit? Cool. Den kann man den wahrscheinlich auch wieder freigeben. Schade, dass wir den Bus nicht nehmen können. Wäre es ein bisschen einfacher geworden. Naja, egal, alles gut. Eieiei, immer noch keine Gegner zerstört. Wir sind. Ich glaube, es geht auch nicht um Position, es geht darum, das letzte Auto einfach zu überleben. Klonk, klonk, klonk. Den hole ich mir auch noch, den Jungen. Und jetzt legen wir noch den Transporter mal auf die Seite mit 20 Schadenspunkte, die er dafür kriegt. Da gibt's Lix dich auch. Lau Lix die nieder, mein Freund. Auch der nächste. Rechtes Vorderrad beschädigt, ne? Ja, ist egal. Aber es sind immer noch keine Autos zerstört, ne? Es ist immer noch. Es sind immer noch alle dabei. Alle 23. Nee, doch nicht so ganz. 19. Entschuldigung, oben ist rechts für die Zahl. Ich habe aber noch kein Auto zerstört. Nomad, der ist fast raus aus der. Als Kandidat. Bist du noch? Jetzt habe ich einen aber zerlegt. So, 13 bleibt noch drin. Wir haben noch ungefähr 40 Leben.
Demolierhilfe. Und wir haben sogar zwei zerstört. Also den zweiten haben wir auch noch mitgenommen direkt. Wir wurden, glaube ich, in ein Auto gedrückt oder so. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen, wenn noch 8 Gegner, wenn noch. Ja, die haben sich ein bisschen gerade. Oh, den haben wir auch zerlegt. Dann damit haben wir nur noch 7. Ja, und dann ist der Bus noch drin. Jawohl, den habe ich auch noch mitgenommen und der kriegt auch noch mal. Jetzt wollte er mal auf uns gehen. Der hat sich Ruhe. Da wollten sie jetzt gerade mal mit 2 Mann auf uns oder 3 Mann auf uns. Scheiße, ich kann es nicht. Den hat es auf jeden Fall zerlegt. Wir haben auch schon 4 Autos weggenommen. Ja, das war der Bus. Das war der Bus. Wir haben noch 4 Gegner. Wir haben auch noch 6 Leben. Also ich glaube nicht, dass wir größer irgendwie nur größeres reißen werden. Das Ding noch nicht nach Hause fahren. Haben wir gerade noch mal ein Auto mitgenommen oder was? Das war's, aber den habe ich noch mitgenommen, den Kollegen. Ja, wir sind in die Wand gefahren, aber den habe ich noch mitgenommen. 4 sind im Moment nur geworden. Aber wir haben 6 Autos mit nach Hause geholt. Schade, ja. Gut, okay, der hat ja halt das Ding. Naja, schade. Nicht mal aufs Treppchen geholt gekommen. Na gut, ich habe mich aber selber ein bisschen rausgenommen aus dem Rennen, muss ich sagen. Nur 4. Naja, ist schade. Uns fehlen nur ein paar Punkte. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Wreckfest und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Bis dahin und tschüss.